Wenn du da jetzt so trainierst, wir haben ja gerade gelernt, du bist jemand, der die Herausforderungen annimmt, der erstmal Ja sagt, ne? Und du trittst dann gegen ein Kind an. Ja. Und das Kind macht es dann besser. Wurmt dich das dann? Nein, überhaupt nicht. Nein, ach bitte, nein. Ja, kann ja sein, dass der Ehrgeiz so stark ist, nein, dass du sagst, jetzt will ich auch gehen. Die Kids zu sehen, die mit leuchtenden Augen in so einer Show sind, das, was für uns, wir sind ja immer mal in so Schranken, in so Lichtern, also wir noch öfter. Ja. Aber für die Kids ist das das Größte und das ist so charmant den ganzen Abend und die sind, die glühen und die sollen gewinnen, wenn sie schneller sind. Bei mir war sie schneller einfach, sie war schneller oben, das ist richtig. Verdient. Ja. Wenn du von den leuchtenden Augen erzählst. Aber es macht keiner absichtlich, also wir sind schon alle ehrgeizig, das will schon... Also man lässt es nicht absichtlich gewinnen. Nein, das wäre auch doof. Das wäre auch nicht im Sinne der Sache. Nee, das ist ja dann auch nicht schön fürs Kind. Das will ja schon noch eine echte Challenge haben und eine Herausforderung. Genau. Ne? Ja, ja. Genau. Jetzt hast du gerade von den leuchtenden Augen der Kinder erzählt. Ne? Du selbst hast gerade ganz kurz angedeutet, da bist du, glaube ich, hellhörig geworden, dass du auch selber leuchtende Augen hattest als Kind. Und zwar, wenn du im Zirkus warst. Ja, ja. Weil der Zirkus öfter mal in Bremerhaven gastiert hat. Naja, wie überall, hat, klar. Ne? Ja, ja. Und du dann dort hingerannt warst. Bin, ja. Du hast eine Nacht im Elefanten... Ich war so erschöpft, ich bin immerhin, wenn Althoff, Krone, Busch, Roland, Sarasani, wie sie alle hießen, die wir kennen seit den letzten 50 Jahren, glaube ich. Ich bin dahin, ich habe die geliebt, ich habe die Artisten geliebt, ich habe das mit den Tieren geliebt, ich war so erschöpft. Irgendwann haben meine Eltern angerufen und haben gesagt, ihr Junge ist da, der kann nicht mehr. Der hat den ganzen Tag bei uns mitgeholfen, der liebt es und der schläft jetzt bei den Elefanten. Was machen wir jetzt? Da sagen die gesagt... Nicht ist er in Gefahr? Nicht wecken. Nicht wecken. Ist er in Gefahr? Wie gesagt, nee. Okay. So, also ich bin da voll und ganz, was das sicher schwierige Thema Zirkus angeht in der heutigen Zeit, voll und ganz leidenschaftlich und mit glühenden Augen auch immer gerne Gast. Mhm. Wenn es in Bremerhaven nicht diesen einen Moment gegeben hätte, wo man artistisch begabte Jugendliche gesucht hätte, die auf der Bühne etwas vorführen, wärst du dann vielleicht nicht Schauspieler, sondern Artist geworden? Nee, da wäre ich wahrscheinlich irgendwie unter Wasser gewesen, wie Jacques Cousteau. Das war die andere Serie, die mich in meiner Kindheit begeistert hat. Also Geheimnisse des Meeres und, wie gesagt, Gustav Knuten mit Salto Mortale. Ja. Ich glaube, und Bremerhaven war ja so Meeresforschung und Zeug. Ich habe das auch viel gemacht. Also deshalb war ich auch bei den Hammerhaien eben gleich gerade ganz begeistert. Ich hätte den Beruf nicht gemacht wahrscheinlich, nein. Und Artist wäre ich, glaube ich, auch nicht geworden. Und deine Kinder, also du hast ja mir gerade schon gesprochen, ne? Vier, zwischen 2,5 und Mitte 20, haben die irgendwas von dieser Begeisterung, von diesem Feuer von dir geerbt, übernommen? Na, einer spielt Fußball, leidenschaftlich, meine jüngere Tochter, die ist 15, die ist leidenschaftlich Springreiterin, die ist sehr ehrgeizig und ist trotzdem sehr entspannt dabei und hat... das Herz am rechten Fleck und die Liebe zu den Pferden, die hat eine Mutter, die das auch auf höchstem Niveau gemacht hat. Und da haben die Damen beide Riesenglück. Die Tochter, das ist eine bekloppte Mutter, die überall zu den Turnieren fährt und das auf dem Niveau mitmacht. Und die Mutter, die Tochter, das toll macht. Und die alle ihre Kumpels von früher wieder trifft, die alle die Kinder im gleichen Alter haben. Und natürlich, die Reiter kommen aus Reiterfamilien, die... in diesem Range, in diesem Circle sind. Du kennst es ja auch. Mhm. Du hast Vielseitigkeitspferde gehabt, oder? Mhm. Gehabt, ja, oder noch? Immer noch. Ich springe nur nicht mehr über diese ganz wilden Sachen. Weil ja, ich finde, wenn man älter wird, wird man vorsichtiger. Bei dir ist offenbar nicht so. Okay. Also, genau, die hat auch so eine Leidenschaft. Die hat, die sagt auch, wenn die Mama sagt, du, morgen wäre um 5 die Abfahrt, damit wir da um 8 am Start sind, sagt sie, jo. Das hat sie vor 5 Jahren schon gesagt. Und das brauchst du sonst. Die hat das auch geerbt, was ich auch mache. Wenn, dann richtig und sonst irgendwie so halbe Sachen.